Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, letzte Folge haben wir hier jetzt im Grasland nun wirklich alles abgefrühstückt an Nebenquests bis jetzt. Würde ich mal sagen. Bis jetzt. Und ja, ich habe sogar auch noch den Kampf hier jetzt zwischen den Folgen natürlich vollkommen erledigt. Also, ne, zur Gänze, da fehlt ja irgendwie den nochmal in Schock zu setzen. Und da steht auch jetzt regionaler Analysefortschritt Sternchen hinter. Heißt, dass das jetzt komplett gegessen ist, das Ganze. Allerdings müsste ich weiß nicht. Ich kann den ja nicht nochmal machen, oder? Nee, kann ich nicht. Da habe ich wahrscheinlich kein Sternchen bekommen, weil ich Borstenhörse gewählt habe. Ah, ich fand den Strauch lustig und gut aussehend. Was ist denn los? Naja, egal. Ich möchte... Guten Tag. Darf es eine Chocobo-Kutsche sein? Ja. Normalerweise arbeite ich auf einem Bauernhof in der Nähe. Aber manchmal helfe ich auch hier auf der Farm aus. Das ist nett von dir. Und wir wollen natürlich nach zu Gabes Farm. Um jetzt endlich einmal in der Story weiterzugehen. Ja. Ich muss das übrigens immer noch machen. Also ich habe es bestimmt schon gemacht, vielleicht. Dass ich die Folgen quasi so, was Story-Relevantes ist, in eine Playlist gepackt habe. Ich hoffe, ich mache das irgendwann. Wollte ich hier noch was gucken? 70 Waffenpunkte? Ein Augment? 70? Ich habe 10 von 70. Ja. Ach, für die nächste Stufe. Verstehe. Ja, ja, alles gut. Verstehe. Ist ja so ein bisschen verwirrend. Hä, so viel? Ist irgendwie nur ein bisschen blöd geschrieben da. Okay, Karte. Ja, ist egal. Wir nehmen Chocobo. Wo ist er? Da. Ist sie, Entschuldigung. Bell. Che bello. Bella. Was soll er sagen bei einer Frau? Jetzt gibt es hier wieder schon wieder was zu riechen. So, das war auch, glaube ich, der Spot in der Demo, ne? Genau. Ja, genau. So, sammel. Wir wollen doch... Alter, wir wollen doch los. Gnade des Planeten. Können wir die überhaupt noch mitnehmen? Perlen Ingwer passt nicht mehr. So ein Mist. Ja, ja. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir gleich zu Beginn genauso gefordert werden wie in der Demo. So, steigen wir hier ab. Genau, da kommen wir ja nicht weiter. Nisch weiter. Bestimmt, oder? Können wir 10 Gil bezahlen? Hallo? Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Sehr gut. Zutritt nur für Befugte. Sehr gut. Kannst. Hier, ich habe 10 Gil. Möchtest du die haben und lässt mich rein? Kann ich nicht rübergehen. Schade. Aber es ist ja auch, glaube ich, nicht der Zugang, ne? Kann ich noch schnell was herstellen? Ich kann maximal 2 herstellen, ne? Machen wir mal. Jo. So viele Segen des Planeten, die könnte ich eigentlich auch mal verkaufen, ne? Könnte ich auch mal. Aber mal gucken, was jetzt hier demnächst auf uns lauert. Da geht's nämlich los. Der Anglerschuppen. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ha, typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Na, gehen wir mal, ne?
Dann gehen wir mal gucken, gehen wir. Oder können wir hier noch an der Seite irgendwo lang irgendwas finden? Ich glaube nicht, ne? Könnte man nur... Können wir da schon was sehen? Nee, können wir nicht. Haben sie so präpariert, programmiert, dass man da nicht einfach hingucken kann. Oh, mal diese Sachen zum Einsammeln. Jo, jetzt aber. Auf geht's. Ja. Nimm das! Und das und dies und jenes! So, auf geht's. Anglerschuppen. Rein in den Anglerschuppen. Rein nach Unterjunon. Bin ja wirklich gespannt, ob wir gleich so starten, wie ich denke, dass wir starten. Warte. Wenn dem so ist. Wenn dem so sein sollte. Heilen wir uns lieber nochmal. Man weiß ja nie. So. Das sieht schon wieder schick aus. Das Lichtspiel, ne? Fein. Feines Lichtspiel. Oh, muss mal wieder richtig hinsetzen hier. Schon 4 Stunden drin in der Aufnahmesession. Kann man sich ja ruhig mal aufrichten. Oder gemütlicher hinsetzen. Wie dem auch sei. Tja, wir... Tifa, du stehst immer sehr unvorteilhaft, muss ich sagen. Es sieht so... Sie schweben die Dinger? Ja, ne? Das schwebt. Und das ist der Pfeiler, wo wir vielleicht hochklettern werden nachher. Ganz weit nachher. Ach ja, klar schwebt es da. Also nicht ein Schiffchen. Tja, da ist Unterjunon. Da sind wir nun endlich. Sammel. Musik ist aus. Und hier kommt doch gleich Klaus. Die hier. Nicht so schnell. Willkommen in Unterjunon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Mist erkannt. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnt ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. 2 Männer. Und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Bleib mal locker, Rhonda. Wir wollen nur einkaufen.
Ja, okay, Rhonda. Und ich glaube, der Dialog war ein bisschen anders, ne? Als in der Demo. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, das mit den Männern in Schwarz und die da hoch sind und so. Ich glaube, das war nicht da. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ist schon ein bisschen her. Behaltet euch bitte ruhig. Selbstverständlich. Selbstverständlich verhalten wir uns ruhig. Ne, Tifa? Das wird alles gar kein Problem sein. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Natürlich. BDK-Gegner in Unterjunon hinzugefügt. BDK? BDK? Commander Bebschlag? KDB? Was? Früher wehte hier mal eine herrliche Salzbrise. Und jetzt nichts als Marco-Gestank. Ja, ich sehe schon hier. Da ist die Anschlagtafel. Also ist auf jeden Fall schon mal anders. Jetzt in der Demo natürlich. Wir haben hier mehr Zeit zum Leute und von der Leiter schubsen auch nicht. Ach. Hallo. So sieht man sich wieder. Was hältst du von einem Foto mit der Festungsstadt im Hintergrund? Ja. Richtig gut. Du glaubst gar nicht, wie faszinierend ich diesen Ort finde. Allein schon die Farbe des Meeres. Einfach schaurig schön. Sicher der Einfluss des Unterwasserreaktors, meinst du nicht? Auf jeden Fall muss das alles hier festgehalten werden. Vielleicht findest du ja noch andere gute Fotomotive. Ich bin gespannt. Rico hat eine wenigstens. Eine nur. Ja, ach, da unten auch noch. Ja, weiß ich, wie ich hinkomme. Machen wir alles dann... bei Zeiten. Erstmal ein bisschen hier in Unterjunon. Die süße Priscilla fällt einem sofort auf. Sie ist wirklich etwas ganz Besonderes. Na klar. Das Mädchen ist nicht nur bildhübsch, sondern auch unheimlich klug. Kein Wunder, dass dieser Delfin so an ihr hängt. Priscilla hat ihm schon viele tolle Tricks beigebracht. Sie ist wirklich eine große Bereicherung für Unterjunon. Was meinst du? Wer von uns beiden kann sich als Erster... Gibt's hier keine Comics? Ah, hier. Unsere Auswahl macht ordentlich was her. Na, dann zeig mal deine Auswahl. Ich könnte jetzt ein bisschen was tun, ne? Wissenskerne wurden freigeschaltet. Konterfeuer. Das könnte ich lernen. Oder das kann ich lernen. Was das? Konzentrierte Konteroffensive. Erhöht den Konterschaden. Ja, es ist wieder... Ja. Machen wir das einfach mal. Nächste, bitte. Was ist das hier? TP-Boost? Den nehmen wir direkt. Was wäre das hier gewesen? ATP-Boost. Vor Kampfbeginn. Bei Kampfbeginn. Ja, wäre auch schön gewesen. Aber nächstes Mal... So, was kann Red? Was hier sind? Verlängert die Dauer der Rächer? Ja, komm her. Gerade erstmal ein bisschen Leben dazufügen, ne? Was wäre das gewesen? Rachsüchtiger Wächter. Da, Auflagensmenge mal völlig blocken. Aha. Aerith. Können sie das machen? Verlängert die Erscheinungsdauer des magischen Dieners? Rest habe ich. Das. Cloud und Aerith schärfen Konzentration mit zusätzlichen Effekt 3 begrenzt. Achso. Visionssynthese. Machen wir erstmal das hier. Why not? So, Bearhead. Beschleunigt das Nachladen von Feuerstoß. 3 ATB. Streuschuss. Ich mach erstmal. Das hier ist okay. So, und dann haben wir, glaube ich, alle, ne? So. Na, genug für heute? Erstmal genug für heute. Der Zauberfibel.
Die süße so, Rot, kann mit dir sprechen. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Die einst stolze Metropole ist dank Shinra nur noch ein Trümmerhaufen am Grund des Meeres. Und an ihrer Stelle wurde eine unsinkbare Stadt aus Stahl errichtet, die auf den Ozean herabblickt. Ein Grabmal der Republik, die Shinra in den Ruin getrieben hat. Bleib doch mal sitzen oder stehen, mach doch mal eins von beiden. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Okay, ich dachte, ich kann da irgendwie was verändern mit seiner Zuneigung oder so. Hier geht's doch zu Priscilla hoch, oder? Das müsste doch Priscillas Hütte sein hier, oder? Schau mal, den da könnten wir Burkhard. Gewinnen würden wir auch. Oh nein! Aber sieht nicht so aus, als ob bei dem was zu holen wäre. Okay, das sind wieder Sachen, die mache ich abseits der Folgen. Wurde ja beziehungsweise erstmal nur von einem, Robert, erzählt, dass die Kämpfe jedenfalls ein bisschen uninteressant sind. Das Kartendinger. Ist wieder was für zwischen die Folgen für mich. Ich bin auf der Suche nach einer guten. Aber hier Waffenladen, da bin ich doch mal gespannt, was es hier gibt. Da bin ich mal gespannt. Wer hier hereinspaziert, muss aber auch was kaufen. Na, ich hoffe doch. Wenn du was Richtiges für mich hast, dann Elfa Dunkreif. Nee, ausverkauft. Tja, dann hast du halt nichts für mich. Dann kaufe ich auch nichts. Weil ich brauche nichts von dir. Da draußen lauert eine Menge Gefahr. Die Möwen abzuschießen. Was? Die Möwen abschießen? Na, Earth-Herzchen? Hat Shinra eine große Feier oben in der Hauptstadt geplant. Hol dich eine Herberge aus, wenn du genug Informationen gesammelt hast. Die Leute sind verärgert, dass die Hauptstadt ihnen das Sonnenlicht raubt. Aber wäre ich auch. So. Nicht, dass ich das jemals jemandem hier sagen würde. Naja, so eine Festungsstadt scheint wohl anscheinend hat Shinra. Okay. Was wohl der anders ist? Rufus, Shinra. Wollt ihr die wirklich weiterhin euren Familien servieren? Habt ihr denn keine Erfordernisse? Was? Ach so, geht um die Fische. Wir haben auch noch ein Kartenspiel. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Will mal. Okay, hier ist das Anschlagsbrett. Gibt's da was? Ja, erschöpfter Farmer. Junon-Region, Gelbs, Schokobo-Farm. Wagen, den ich den Transport von Waren nutzt habe, ist kaputt. Ein passiger Ersatz sein, können Sie ihn aber sicher für... Hä, hab ich doch gemacht? Ach so. Alles klar. Ich auch gerade gewundert, warum das jetzt schon wieder... Dann hätten wir ja gar nicht fahren können und so. Hallo, Tifa. Nach oben kommt man wohl nur mit Hilfe des Aufzuges. Und 10 Gil. Hier wird alles streng bewacht. Wir halten uns vorerst lieber fern. Shinras Verwaltungsdistrikt. Okay, die regen sich hier alle auf. Ganz lange. Okay. Das ist eine Bank zum Sitzen, das machen wir jetzt mal. Die konnte ich ja in der Demo nicht ausprobieren, weil wir direkt was machen mussten. Direkt rein in den Kampf gehen mussten. So, Bertie, was sagst du? Ein tolles Fischerdorf ist das hier. Die dürfen nicht mal raus mit ihren Booten. Irgend so ein idiotischer Befehl von oben. Will heißen, ohne Shinras Erlaubnis sticht hier niemand in See. Wenn wir unser Versprechen halten und hier keinen Ärger verursachen wollen, können wir uns eine Schifffahrt also abschminken. Schifffahrt. Glauben, ein Reaktor unter Wasser wäre eine gute Idee. Seitdem schlummert sie auf dem Meeresgrund. Und zwar zusammen mit. Okay, hier ist die. Da gehen wir pennen. Haben wir sonst soweit alles erstmal geguckt hier? Das sieht doch schön aus schon wieder, ne? Schon wieder drin verlieren in diesen Details. Ich brauche mehr Details. Zauberfibel. Anschlagsbrett. Hier, da waren wir noch nicht drin. Können wir die nicht bergen?
Im Krämerladen. Und da ist auch Chatley wieder. In letzter Zeit werden kaum noch Waren von oben geliefert. So. Hallo. Ein ganz herzliches Willkommen. Danke. Voll nett von dir. Ich kaufe mal ein bisschen was, ne? Gebe ein bisschen Geld aus. Wir haben ja irgendwie gerade viel. Und ich verkaufe auch gleich nochmal was. Ach hier. Bedig. Ach, Blut der Könige war das. Mann! Klar. Kriecher Eichenacher Donnerwurz. Kaufen wir mal. Ansonsten. Das hier, Wachmacher. Ach, warum nicht? Immer ein bisschen was da haben, ist ja nicht schlimm. So, das haben wir. Materien. Ja, nö. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ich will noch was verkaufen. Und zwar. Was ist das hier? Ja, ne? Hier, Segen des Planeten. Aber so viel. Ja, vielleicht nicht alle. Aber das. Wir haben wenigstens ein bisschen Geld zurück. Perlen irgendwann aber auch so viel. Verkaufen wir auch mal was. Nebelsaat. Ja, ein bisschen was. Lorbeer. Auch so viel. Magisches Pulver. Oh. Zack. Sollte erstmal reichen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Okay. So, Chatley. Ey, Fräulein, los mit dir. Dank dir sind die Nachforschungen über diese Region abgeschlossen. Ach so. Allerdings ist unser gemeinsames Abenteuer damit noch lange nicht zu Ende. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Ja, demnächst. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das okay. nächste Mal... Okay, ich gehe mal hier runter. Wenn man gestresst ist, das Meer wirkt heute so anders. Fast beängstigend ruhig. Wie denn? Irgendwas so ruhig. Sich da zusammen. Okay. Heute sollte man lieber nicht raus auf See fahren. Warum nicht? Okay, hier unten. Geht's ja noch weiter. Da ist auch noch, wer Karten spielen will. Die haben da oben alles zugebaut. Also in jeder Stadt gibt's dann wahrscheinlich wieder neue Leute zum Kartenspielen. Naja, irgendwann beißt schon einer an. Und den ziehe ich dann schwupp hier an den Tisch. Mir doch egal. Also ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht, wie ich das reinbauen soll. Dass ich wirklich nur das reine Kartenspielen rausschneide oder das einfach mache und euch gar nicht abhole damit. Tut mir leid, aber bis die Feierlichkeiten vorbei sind, dürfen wir nicht auslaufen. Im Alter vergisst man viel, aber beim Angeln kommen alte Erinnerungen hoch. Ja, ich überlege mir da was. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich überlege mir da was. Das sah aber irgendwie gerade cool aus hier. Das sieht irgendwie nett aus. Ich mach nix. Was macht sie da? Hat die überhaupt was in der Hand? Ja, doch. Okay. Doch, schon ein bisschen größer, ne? Also, das heißt ein bisschen größer, aber... Es wirkt halt. Ich dachte halt, es ist nicht so viel. Wie konnten die bloß glauben, ein Reaktor unter Wasser wäre eine gute Idee? Das weiß ich aber nicht. Und jetzt können wir hier noch lang? Und sowieso und überhaupt? Ganz viele Netze. Sagst du noch was? Kommt her, meine Süßen. Ich hab euch was Feines mitgebracht. Wir passen auf, dass die Kinder hier sicher spielen können. Ach so. Ihr passt. Und wenn sie nicht gehorchen, geben wir einen Warnschuss ab. Oder was? Okay, hier war ja der Kampf in der Demo, ne? Gegen einen, der bald kommen wird, vielleicht. Lol. Mit Klamotten. Kann ich das auch? Ja! Na? Hihihihi. Okay, ja, ich kann hier lang schwimmen. Das war mir... Jetzt ist schon wieder vergessen, dass man in dem Spiel schwimmen kann. Oh, hier. Hast du gesehen? Da war Strom.
Da. Britzel, Brutzel, Bratzel. So, wir nehmen uns jetzt einfach ein Schiff und reisen rüber nach Costa del Sol. Oder? Können wir das machen? Nein. Schade eigentlich. Kann man ja bis auf den Grund gucken. Oh, guck mal, da ist noch eine Höhle. Kann ich hier anlanden? Kann ich natürlich wieder nicht. Okay. Wie gesagt, muss ich mich immer noch dran gewöhnen, dass man hier auch schwimmen kann jetzt. Neuerdings. Ist ja so ein... Was ist denn hier? Hier dürfen nur Kinder rein. Erwachsene müssen draußen bleiben. Hä? Zusammenkunft? Achso. Ich muss ja erstmal hin. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal in die... Noch einmal in die Unterkunft und gucken, was passiert. Wie konnten die bloß glauben, ein Reaktor unter Wasser wäre eine gute Idee? Hier nichts, da auch nichts. Alles in... Die haben da oben alles zugebaut. Weiß nicht, wann ich zum letzten Mal die Sonne gesehen habe. Okay. Ja, schicke Stadt, sieht nett aus. Muss ich sagen, Karten spielen. Ja, ich freue mich nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal. Wisst ihr, Kinder, guck mal. Vor langer, langer Zeit befand sich die Hauptstadt der Republik Junon auf dem Ozean. Der sieht ja cool aus. Das geht doch gar nicht. Oh doch. Mehrere Schiffe waren miteinander verbunden und bildeten zusammen eine große Stadt. Interessant. Wow, wie cool. Aber durch den Wellengang hat es natürlich immer heftig gewackelt. Oh, da wäre mir bestimmt voll schlecht geworden. Ach was, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Und was ist dann mit der großen Stadt auf dem Meer passiert? Kurz zuhören. Sie ist untergegangen, versenkt, während des Krieges gegen Shinra. Seitdem schlummert sie auf dem Meeresgrund. Und zwar zusammen mit zahllosen Schätzen. Aha. Echt? Können wir die nicht bergen? Erzähl uns bitte noch mehr. Aber die anderen werden aus dem Häuschen sein. Interessant. Sowas ist wieder klasse. Finde ich wieder witzig. Ah, schön. Herberge. Ich spreche gleich mit dem da. Guckt der Dame noch beim Putzen zu. Was ist? Ich guck dir zu. Ja, mach's toll. Ich geh schlafen. Tschüss. Kurz hier nochmal umgucken, natürlich. Ein Fernseher. Goll? Der neuesten Generation. Kann man hier irgendwas finden? Irgendetwas. Irgendwelche Ich wollte gerade sagen, irgendwelche Anspielungen. Und da gucke ich hier auf den Tisch drauf und sehe dieses Muschelhorn. Und muss direkt an die Stadt der Vorfahren denken. Ich finde das immer so cool. Ich muss da einfach reingucken. Was hier? Das ist natürlich verschlossen. Da pennt wohl, da wohnt schon einer drin. Und hier, der dicke Fisch. Eine Schatztruhe, was ist hier auf den Bildern? Nichts zu erkennen. Ja, toll, wie immer. Kann ich hier sogar noch hoch? Die Herberge doch schon ganz schön groß. Meine Fresse. Cool. Richtig cool. Die Zimmer ähneln sich natürlich. Da können wir noch auf die Terrasse. Aha! Ja? Ich heb das mal auf, ne? Gewitter haben wir ja schon, aber egal. Moin. Ihr sprecht nicht? Ja, nicht. Gehe ich wieder. Wollt euch nur die Gewittersubstanz klauen. Ach, wir sind hier jetzt oben. Über dem Tresen, hätte ich fast gesagt. Ja, cool. Schöne Aussicht hier. Man sitzt auf jeden Fall immer im Trockenen.
obwohl man draußen ist. Es sei denn, oben wird mal irgendwie die Toilettenspülung betätigt. Und dann regnet es halt runter. Groß und klein. Weiß schon, was ich meine. Haha. Okay, schlafen. Einmal noch kurz den Schlafenträger auslösen. Oder? Nee. Weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich mache ein Folgenende. Und dann nächste Folge. Oh. Nee. Nächste Folge. Oh, möchte ich das Kartenspiel machen? Eigentlich ja nicht, ne? Ach so, sieh die Siedlung Anhöhe. Eigentlich möchte ich ja nicht. Das ist der Pfeiler, ne? Eigentlich möchte ich es ja nicht. Hätte man hier auch noch hingehen können? Nee, ne? Weiß ich nicht. Hätte man hier noch hingehen können? Werde ich ja erleben, wenn ich... Mache ich das? Mache ich das? Nee, ich glaube, ich mache das nicht. Ich mache das, glaube ich, nicht. Ich mache jetzt nur eine Folge richtig Dampf hier. Also, wir sehen uns nächste Folge, wenn es da weitergeht in der Hauptstory. Also, dicken Dank erstmal hier für das dabei gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Dann hast du noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wo du es auch gesehen hast. Und dann bleibst du stabil bis zur nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.